Darf ich vorstellen, das ist Elvis. Mein kleiner Kater. Der hat gerade ein bisschen ein kaputtes Auge, ein bisschen Moosauge. Ja, herzlich willkommen zu Not Another Dope Show. Teil 2b. Die B sind immer die Folgen, wo ich euch erzähle, wie es mir im Gefängnis ergangen ist, nachdem ich verhaftet worden bin, warum ich überhaupt in den Knast gekommen bin, was das mit mir gemacht hat, weil das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Bei der letzten Sendung habe ich euch, glaube ich, erzählt, wie ich überhaupt drauf gekommen bin, wie das passiert ist, wie ich da reingerutscht bin. Natürlich war das alles meine Entscheidung. Ja, Franzi, falls du doch dir den letzten Teil angesehen hast und diesen Teil vielleicht auch noch anguckst, falls du überhaupt noch zugucken möchtest, ich gebe nicht dir die Schuld. Es ist halt damals blöd gelaufen, ich war verliebt und wollte dir halt gefallen und wollte da cool sein und habe halt meine Connections benutzt, um der tolle Held zu sein. Dass wir da beide dann reingerutscht sind, das tut mir schon leid. Du warst ja auch nicht wirklich her deiner Sinne, was du da damals gemacht hast. Ist auch scheißegal, lass uns ein Ei drüber schlagen. Das ist halt unser Leben. It's life. Ich versuche mit meinen Videos Leuten die Augen zu öffnen und auch zu zeigen, dass es eben nicht daran liegt, dass jemand Drogen nimmt, weil er so abstürzt, sondern es liegt eher daran, dass die Drogen eben verboten sind. Ja? Ja, also wie war es? Franzi und ich wollten einen Entzug machen. Wir waren beide richtig krass drauf. Das war 1993, ich glaube, muss 93 gewesen sein. Den Winter davor, der war richtig hart. 92 Dezember war ich obdachlos, weil ich mit meinem Verhalten mein Obdach verloren habe. Ist jetzt auch egal, da wollte ich jetzt heute nicht drauf eingehen, vielleicht in einer von den anderen Sendungen. Auf jeden Fall ist das so gewesen, wir haben beide einen Entzug gemacht bei ihr zu Hause. Der war wirklich höllisch, der war so hart, so einen harten hat mich nie wieder danach gehabt, obwohl ich viele danach noch hatte, aber der war wirklich, hat alles geschlagen. Das war gerade die Zeit, als auf MTV den ganzen Tag rauf und runter Smells Like Teen Spirit lief. Nirvana war gerade voll in, Nummer 1 in den Charts. Ich glaube Nummer 1 oder auf dem besten Weg dorthin. Fakt ist, wir sind von unseren ganzen Hollandreisen und alles abgekommen, haben aufgehört und wollten halt eben tatsächlich in Gift und auf Therapie gehen, zu diesem Zeitpunkt zumindest. Dann nach dem Entzug, ich bin zu meinen Eltern gefahren und bin an diesem Tag rückfällig geworden. Klingelt es an der Tür, ich mache die Tür auf, habe gerade ein paar neue Deals eingefädelt am Telefon, damit wir, mit Codewörtern natürlich, damit wir uns treffen können und damit ich ein bisschen Geld machen kann. Ay, dann schaue ich in einen Pistolenlauf rein. Das war richtig hart. Ey. Ich bin halt erschrocken, werde da festgenommen und dann ist das so, dass die Polizei mit mir erstmal aufs Revier gefahren sind, die wollten eine Vernehmung machen und ich habe aber keinen Bock gehabt. Ich dachte mir, nee, also ich will jetzt nicht reden. Aber dass bei der Verhaftungssituation ein bisschen Heroin gefunden worden ist und ich war ja auch durch den Entzug, sah auch richtig schlecht aus gerade, war richtig eingefallen im Gesicht. War grau und richtig schlecht. Also nach so einem Entzug schaut man einfach beschissen aus, muss man so sagen. Ja, das konnte der Polizist aber nicht einordnen. Und er dachte, hey, der Mann ist auf Entzug. Und als ich das geschnallt habe, habe ich das natürlich noch verstärkter dargestellt. Ja, mir geht schlecht, ich muss aufs Klo kotzen, habe halt alles gespielt, was man so hat. Und dann sind wir erstmal ins Krankenhaus rechts der Isar gefahren und da sagt der Polizist zu dem Arzt, das ist aufgrund dessen, weil man es gibt ja die Schweigepflicht. Die Polizei darf dem Arzt nichts fragen, der Arzt darf der Polizei nichts sagen. Also haben die Ärzte mich untersucht und wussten natürlich sofort, hey, der Bursche simuliert nur, der hat gar nichts. Dann sagt er zu mir, hey Mann, die Sache ist so, du kannst es dir überlegen,
Warum bist du überhaupt hier? Erstmal so, genau so lange von der Arzt. Warum bist du überhaupt hier? Dann sage ich ja, Einfuhr nicht geringer Menge Haschisch und Kokain. Ja, warum hast du das angeführt? Ja, jetzt, ich war drauf. Ich habe keine Narben gehabt, ich war drauf, ich habe Folien geraucht. Dann habe ich ihm halt alles geschildert. Die ganze Sache. Dann sagt er, ja, ich kann es mir überlegen, ob ich hier bleiben will. Im Krankenhaus rechts der Isar. Naja, im Krankenhaus H. In H war das, im Krankenhaus Nervenklinik, ob ich dort bleiben möchte oder ob ich im Knast will. Ich sagte mir, Knast, ich rede mich da schon raus, wie ich bin der, wegen ein bisschen Geschichten, niemals. Auf jeden Fall hat dann also der Polizist draußen, der immer die ganze Nacht über vor der Tür stehen musste, erfahren von der Polizei, von dem Arzt, ja, der Mann ist haftfähig, ihr könnt ihn mitnehmen. Und dann haben sie mich ja auch mitgenommen und dann in die Edtstraße gefahren in München. Und dann bin ich dort zum Haftrichter, und das habe ich noch nicht einmal geschnallt. Die haben nur gesagt, setz dich mal dahin, dann saß ich da so. Und da ist so ein Typ in schwarzer Kutte gewesen, der hat nur so die Akten ein bisschen durchgeblättert. Und so, aha, Stempel drauf und Tschüssikowski. Das ging jetzt ab, dann haben die mir einen Achter ran und ab in die Zelle und ab Schub Richtung Stadt rein. Ich wusste nicht, was mit mir los ist, was überhaupt abgeht. Echt, das war echt scheiße. Und dann gucke ich so in meine Taschen, ich wusste, die werden mich filzen wie blöd. Und dann finde ich so einen halben Trip noch. Ich den halben Trip eingefahren, eingeworfen. Ja, aber den esst jetzt noch, bevor den irgendjemand findet. Und bis ich dann beim Arzt war, man muss sich eine Prozedur ja so vorstellen. Dann kommst du an, musst du die Klamotten ausziehen, deine ganzen Sachen werden durchsucht, ob da irgendwas ist, stehst dann nackig da, musst die Arschbacken auseinanderhalten, die Fußsohlen zeigen, die Hände, die Haare, damals hatte ich lange Haare, musst du die so durchwuscheln. Und dann durfte ich mir wieder Unterhose anziehen und dann eins nach dem anderen wieder anziehen. Ja, bis ich aber dann beim Arzt war, der mich dort eine Eingangsuntersuchung macht, hatte ich riesengroße Pupillen. Ich war ja auf Trip, LSD, da kriegst du riesengroße Pupillen. Und so schaust du auch aus, wenn du auf dem Zug bist. Und weil es nur ein halber Trip war, hatte ich das super gut unter Kontrolle, was da passiert. Ich hatte kaum Optik, nur ganz leichte, also keine Bewegungen, sondern nur leichte Weichzeichneroptik. Und dann war das so, ich kam da rein zu dem Arzt, und der hat mir dann Kodeintabletten verschrieben. So zwei Stück, so voll lächerliche Hustendinger. Also das ist eigentlich ein Witz, aber damit wollten sie so ein bisschen dämpfen, weil die wussten, zu dieser Zeit kommen auch ganz viele, die auf Kodeinsaft waren. Das war gerade die Mode in München, dass man die Leute einen halben Liter Kodeinsaft mit 2,5% Kodein verschreiben, auf Privatrezept verschreiben lassen kann und sich das aus der Apotheke holen kann. Hatte ich auch, aber erst sehr viel später. Zu diesem Zeitpunkt habe ich das noch nicht gemacht. Da habe ich nur Heroin geraucht. Ja, Fakt war, ich war dann auf Zelle und bin dann in die Zelle gekommen, in Krankenzelle. Da war das erste Bett, zwei Betten waren, nee, drei, vier Betten waren da drin. Drei waren schon besetzt. Ah, dann kam ich da rein noch. Oder waren es noch doch plus drei? Ne, es waren vier. Ich habe das vierte Bett bekommen. Das war das zweite von der Wand aus gesehen. Ganz weit oben waren Gitter zum Rausgucken. Aber die waren wirklich ursus weit oben. Keine Chance, darauf zu kommen, um rauszuschauen. Da kam ab und zu ein bisschen Tageslicht rein. Ja, und dann kam ich halt da so hin. Der erste, wo das sitzt, der sagt, ja, er sitzt wegen ein paar Kilo Haschisch. Und er hätte irgendwas im Herzen. Der nächste war ein Alkoholiker, der hat Distress bekommen. Dann war mein Bett und dann ein Junkie. Der hat meine Augen gesehen und wusste sofort, was los ist. Ja, das war der Mick. Von dem erzähle ich euch später nochmal mehr. Fakt ist, er hat sich halt gefreut, dass das noch einer ist. Ich habe mich gefreut, dass ich einen Gleichgesinnten habe, mit dem ich quatschen kann. Gleich zwei, einen Kiffer und einen anderen, weil mit den Alten hat man es nicht so. Aber der war echt cool. Also mit dem habe ich mich super verstanden. Ja, dann war das halt so, dass ich dort einen lausigen, kleinen, lächerlichen Entzug gehabt habe, weil ich ja kurz rückfällig war. Und habe die Diazepam, die ich bekommen habe für den Abend, habe ich mir gesammelt. Die Codein habe ich auch erstmal gesammelt. Und das haben wir dann versucht, im Hofgang gegen Tabak einzutauschen. Hat auch funktioniert. Ich habe mehrere Packungen Tabak mir dort
geholt und habe dafür Kodeintabletten gegeben. Der Witz war, im Hofgang habe ich lauter Leute getroffen, die ich von draußen kannte. Also, es ist echt krass, wenn man alles trifft, wenn man mal. Naja, egal. Auf jeden Fall war das halt so, dass ich da getickert habe meinen Tabak bekommen und habe das geteilt mit dem Mit. Und als wir dann fertig waren, nach einer halben Woche, wenn Mika wirklich entzogen, sind wir dann in den Südbau gekommen. Und erst hatte ich alleine meine Zelle und Mick ist mit jemand anders auf Zelle gekommen. Und ich habe keinen blassen Dunst, warum. Irgendein Vollhonk dachte, ich bin wohl selbstmordgefährdet, sodass nachts einem alle Stunde einer die Klappe, diese Kostklappe aufmacht und reinguckt, ob ich noch am Leben bin mit der Taschenlampe. Ich denke mal, Alter, sind die irre, wenn die das noch zwei, dreimal machen, hänge ich mich echt weg. Und dann bin ich am nächsten Tag zum Mick im Hof, also hat man Hof gegangen, bin ich zum Mick und sage, hey, was ist denn das, Mann? Warum machen die immer nachts auf? Und dann erklärt er mir das, dass die wohl denken, ich wäre selbstmordgefährdet. Und dann habe ich einen Antrag gestellt auf ein Gespräch mit dem Psychologen. Und am nächsten Tag kam der auch. Und dann habe ich bei dem das geklärt, dass das bitte schon zu unterbleiben hat, weil mir das psychisch wirklich so belastet, dass wenn die nicht aufhören damit, ich warte, bis die Klappe zumachen und in dem Augenblick just mich weghängen. Bloß damit sie eine auf den Sack kriegen, ob sie das wirklich wollen. Na, da musste ich was unterschreiben, ich habe nicht vor, mich umzubringen und ab dem Zeitpunkt war endlich Ruhe. Ja, aber man muss sich das doch mal überlegen, was das mit jemandem überhaupt macht. Hast du wirst ja eingesperrt. Nicht, weil du jemanden geschlagen hast oder weil du was gestohlen hast oder weil du jemanden überfallen hast oder weil du jemanden umgebracht hast oder in der Schlägerei oder egal was. Irgendein Eigentumsdelikt. Nee, du wirst eingesperrt, weil du eine Substanz genommen hast, die der Staat nicht möchte, dass du das nimmst. Also da wird nicht lang gefragt. Du wirst halt einfach unter Druck gesetzt. Also damals war das zumindest so und bei Heroin muss ich sagen, kann ich es auch verstehen. Also alles, was körperlich abhängig macht, kann ich verstehen, dass das dann unter Strafe gesetzt wird. Deswegen frage ich mich, wieso gibt es Zigaretten? Nikotin macht körperlich abhängig und zwar ist das wirklich schon ab dem ersten Mal so. Oder bei Alkohol, es macht auch körperlich abhängig. Und beides ist legal zu haben. Und Cannabis, was körperlich nicht abhängig macht, ist nicht legal zu haben. Das ist doch irrsinnig, oder? Also ich habe da ja meine eigene Theorie, wieso und warum, dass der Staat lieber das eine und nicht das andere, aber das hat hier jetzt nichts verloren. Dazu gibt es andere Videokanäle, die sich diesen Themen widmen. Ich habe mich ja genannt Not Another Dope Show, weil es hier nicht primär ums Kiffen geht. Ja. Zu der Cannabis als Einstiegsdroge, da möchte ich gerne nochmal was loswerden. Also ich bin der Meinung, und ich bin überzeugt davon, dass es Nikotin ist. Als ich noch ein Kind war, das war in den 70er Jahren, also ich bin 1966 geboren, die ersten 60er Jahre kam ich nicht kaum noch irgendwie Erinnerungen in mir drin, da ist nur noch die Mondlandung, wo ich mich ein bisschen mehr erinnern kann, 1968, weil mich die Eltern extra aufgeweckt haben dafür. Aber dann fängt es erst in den 70ern an. Und ich habe, bevor ich zur Schule gegangen bin, schon meinen ersten Alkoholrausch gehabt. Das war damals halt in Bayern überhaupt kein Problem. Ja, ich war ein kleiner Junge und beim Papa durfte man immer mal einen Schluck trinken. Und als meine Eltern mal am heißen Sommertag nicht da waren und es waren keine Limo da, sondern nur ein Träger Bier, habe ich und der Nachbarjunge, der Dieter, einmal ein Bier getrunken. Jeder einen halben Liter. Das war für einen Knirps, der 5, 6 Jahre alt ist, ist das ein Vollrausch. Ich bin mit dem Kettgar die Straße rauf und runter gedonnert wie ein Irrer und habe irgendwelche Lieder vor mir gesungen und gebrüllt und fand das richtig witzig. Und in der Zeit, Leute, habe ich öfter mal heimlich Bier getrunken. Ich war ein Kind, ich war nicht mal in der Schule. Also ehrlich, und die Leute, die es mitbekommen haben, ich verstehe auch nicht, dass da keiner irgendwie aktiv geworden ist. Sie haben es mitbekommen. Meine Eltern haben es nicht so, aber die Nachbarn. Und keine Sau hat was gesagt. Ich bin zum Bäcker gegangen und habe dort Zigaretten anschreiben lassen. Das war damals so üblich, dass Familien, die ja nicht viel Geld hatten und meine Eltern hatten es halt nicht, anschreiben konnten. Mal Brot, einen Kaffee, diesen und jenes und ab und zu auch mal Zigaretten. Meine Mutter hat geraucht, mein Papa hat geraucht.
Die Nachbarn haben geraucht, also bin ich mit dem Nachbarnjungen rein und haben für seine Eltern. Entschuldigung, das war echt gemein. Ich weiß nicht, wie wir auf die Idee, wie wir da drauf gekommen sind. Ich habe es einmal gemacht bei meinen Eltern und dann haben wir es halt bei seinen gemacht. Nur seine rauchten halt nicht und haben nicht anschreiben lassen. Meine ich schon. Ja, auf alle Fälle ist es aufgekommen, gab ein Riesendrama und wir haben halt trotzdem die Zigaretten geraucht. Und es gab kein Drama wegen den Kippen, es gab ein Drama wegen dem Betrug. Ja, alle fanden das immer putzig, wenn ich gesagt habe, naja, scheiß Raucherei, ich habe wieder aufgehört, das bringt da nichts, stinkt da nur. War damals meine Meinung. Ich habe jetzt 15, 14, 15 mit das Rauchen angefangen später. Damals war es mit 16 erlaubt, das war auch kein Thema. Also für niemanden. Und heute, ich bin froh, dass heute so ist, wie es ist, ab 18 und dass es nicht überall Zigarettenautomaten gibt und nicht ständig im Kino und im Fernsehen dauernd Zigarettenwerbung läuft. Weil es verführt, es ist so normal. Schaut euch doch mal die Zigarettenraucher draußen alle an. Ist es nicht so, dass die gar nicht schnallen, dass sie jemanden belästigen mit ihrer Scheißkippe, wenn sie irgendwo stehen, wo man nicht rauchen darf, und lauter Nichtraucherständer? Dass sie der Störenfried sind, sie sind der, der die anderen belästigt. Weil wenn er seinen eigenen Körper schaden möchte, gerne, aber er muss nicht meinen auch noch mit schaden, mit seinem Dreck. Punkt. Das ist halt mein Standpunkt und es war früher schon mein Standpunkt, dass ich selber noch geraucht habe. Ich habe die Leute nicht belästigt. Um jetzt zu den anderen Drogen zu kommen. Ein Junkie belästigt nur deswegen die anderen um sich herum, weil er so weit unten ist. Hätte er nicht so einen sozialen niedrigen Status, weil er arbeiten gehen könnte normal noch, weil das Zeug erschwinglich wäre und vor allem legal, dann, meine Lieben, könnte er damit alt werden. Es gibt Junkies, denen siehst du es nicht einmal an. Und es gibt welche, denen siehst du es an. Das sind die, die schon abgestürzt sind. Und das ist bei den Alkoholikern nicht anders. Schau deinen obdachlosen Alkoholiker an. Wie runtergekommen ist denn der? Wie stinkt denn der? Und ein Junkie daneben? Genau das Gleiche hast du auch bei den Crackheads. Verstehst du? Bloß das kannst du nicht mehr steuern. Es gibt viele Leute, die glauben, in so Basen können sie das steuern, wenn sie genug Geld verdienen, dass sie es leisten können, am Wochenende mal richtig auf die Kacke zu hauen. Das ist aber bloß weiß ich nicht, ein Promille von denen, die es nicht können. Geh nach Frankfurt am Main und schau sie dir an, im Bankenviertel da in diesem Crack-Eck, wie die Leute da draußen sind, die armen Schweine. Und Crystal Meth ist doch genau das Gleiche. Könnten Ärzte das substituieren, an Leute rausgeben, die brauchen oder aus irgendwelchen Gründen auch immer das ihre Substanz ist, dann hätte man nicht solche Probleme, wie man sie heute hat. Und vor allem hätte man nichts im Knast verloren. Also, ich komme jetzt mal zu dem Thema zurück, als ich da wieder da in Haft war, was ich da für Leute kennengelernt habe, das ist halt schon anders krass. Der eine hat zum Beispiel, da stand irgendwie auf junge Typen anscheinend, waren Hare Krishna. Und da wirkte so, als wenn er auf junge Typen steht. Ich weiß es nicht, ist mir auch scheißegal. Wenn er bi ist oder nicht, hetero, ist mir er scheißegal. Fakt ist, er war da drin und der hat halt alte Leute abgezockt. Die sind in Banken reingegangen, haben sich als Polizisten ausgegeben und gesagt, oh, sie haben gerade Falschgeld ausgehändigt bekommen, wir müssen das zurückbringen. Warten Sie kurz, ich gehe mal schnell das Geld holen. Geben Sie mir das mal mit, ich tausche schnell um. Die sind natürlich nicht wieder zurückgekommen. Oder ein anderer, mit dem ich früher als junger Kerl auch zusammen war. Der ist mit dem Fahrrad von hinten an Frauen rangefahren und hat ihnen die Handtaschen weggerissen. Ich habe sowas nicht gemacht. Ich habe Drogen verkauft. Ich habe Haschisch verkauft. Maximal Koks und Ecstasy und LSD. Heroin ganz kurz. Als ich mitbekommen habe, was das mit einem macht körperlich, habe ich das sofort aufgehört zu verkaufen. Ich habe halt den Hasch verkauft, damit ich mir meinen Heroin leisten können. Besonders perfide ist ja, wenn du einen Süchtigen, dessen Hauptdroge sagen wir Cannabis ist, und der ist aber Polytox, so wie ich. Und du gibst ihm als Bewährungsauflage vierteljährlich oder alle 2 Monate oder sowas eine Urinkontrolle abzugeben. Auf eigene Kosten natürlich, arschlochmäßig, aber egal. Es geht nicht um die Kosten, es geht um die Kontrolle. Wenn du Cannabis konsumierst, regelmäßig,
muss ja nicht viel sein. Es reicht, wenn du jeden Tag ein Joint raus. Ist es so, dass du mindestens 14 Tage lang das im Urin nachweisen kannst. Und es war zu diesem Zeitpunkt noch viel noch schlechter, diese Urinkontrollen. Da war es nicht so genau. Aber definitiv 2 Wochen war halt so die Schallmauer, die jeder für sich gewusst hat. Bei den chronischen Konsumenten, die richtig viel nehmen, haben wir gesagt, 4 Wochen, dann bist du safe. Also, was habe ich gemacht? Ich habe Heroin genommen. Heroin ist nach 3 Tagen raus. Halbwertszeit. Scheißig laufen macht aber höllisch abhängig. Das heißt, ich habe immer mal wieder einen Affen machen müssen, damit ich zu dieser blöden Urinkontrolle in einer Woche gehen kann. Aber das hat mich in diesen Opiat-Kreislauf gehalten. Ich wollte da ja gar nicht mehr drin sein nach der ersten Therapie. Das weiß ich nicht, ob es geschafft hätte oder nicht. Ich habe 3 gemacht und es gibt Sendungen dazu. Die werde ich euch dann ja, nach und nach präsentieren. Jetzt wieder zurück zu der Haft damals. Ich sitze halt da so drin mit dem Mick in einer Zweimannzelle. Wir haben uns halt, das nennt man das Beifahrer. Er war mein Beifahrer. Und er war halt nicht zum ersten Mal da und konnte mir halt da Sachen beibringen. So einen blöden Spruch zum Beispiel, wer einmal aus dem Blechnapf fraß, das Wiederkommen nie vergaß. Blechnapf ist dort in München-Stadler U-Haft ein Blechteller. Den kriegt man, wenn man kommt, mit ein paar Decken, Blechteller drauf, eine Tasse dazu. Und das ist halt ein Essensteller, solange du da in Nicht-Arbeithaft sitzt. Ja, das soll es halt für heute mal gewesen sein. Wir sehen uns dann in einer Woche. Peace out. Smoking good old sense of me.